Ja, niemand da. Aber erstmal herzlich willkommen zu meinem Let's Play auf der OGF Bayern Map hier beim Landwirtschaftssimulator 2013. Jo, eigentlich wollte mich ja der Bernie heute hier vom Bahnhof abholen an meinem ersten Arbeitstag. Aber da ich gestern den letzten Zug verpasst habe, ja, stehe ich jetzt hier alleine da. Der Bernie hat mir eine SMS geschickt, dass ich vom Bahnhof seinen PKW finde und eine kleine Wegbeschreibung, wie ich auf den Hof komme. Ja, der Bernie ist umgezogen und ich übernehme jetzt hier seinen Hof und werde mal versuchen, da das Beste rauszuholen aus dem, was er mir hier hinterlassen hat. Ja, der Bernie hat sich richtig viel Mühe gegeben mit dieser kleinen schicken Karte, also kleine sind nicht, die ist schon etwas riesig. Ja, schauen wir mal schnell auf die Karte, wo ich hier hin muss. Der Bernie hat gesagt, das ist der Hof befindet sich in Riedhausen. Ja, wir sind hier in Geltendorf. Schauen wir mal, wie wir nach Riedhausen kommen. Da geht's nach Kaufering. Ach, da drüben ist Riedhausen im Norden. Also müssten wir uns jetzt mal irgendwann nach links begeben. Und dann schauen wir, was wir so vorfinden an Fahrzeugen, um ja das hier erfolgreich weiterzuführen. Was der Wernie begonnen hat. Also das Auto ist schon mal richtig Hammer. ja, ich glaube, hier müssen wir lang. Da kommen wir direkt nach Riedhausen. Einfach ein Traum, die Map. Ja, also ich werde dann später hier auch etwas Hilfe brauchen und werde noch den einen oder anderen Helfer in Anführungszeichen einstellen. Also Mitspieler, die bei dem Let's Play hier dabei sein wollen, sind gerne gesehen. Da müssen wir lang. Ja, wie ihr mich kontaktieren könnt, seht ihr in der Videobeschreibung. Da stehen alle Möglichkeiten, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ach, da ist sogar ein Fuchs. Ah, der ist aber nicht scheu. Tollwütig, deswegen schnell weg. Ja, dann nimmt mit mir Kontakt auf. Ich werde jetzt am Anfang noch gut alleine klarkommen. Aber für die eine oder andere Arbeit bräuchte ich dann schon noch irgendwelche Helfer oder auch gerne welche, die länger dabei sein wollen, also bei jeder Folge mitmachen wollen. Der Bernie hat mir zugesichert, er wird mich dann irgendwann mal besuchen kommen und mal schauen, was ich dann hier so verzapft habe mit seinem Hof. Ja, das hat leider jetzt nicht geklappt. Was ich jetzt zu Beginn erzählt habe, war jetzt ein bisschen aus der Fantasie heraus. Ja, aber was stimmt ist, der Bernie ist umgezogen und wir hatten gestern Abend vor, hier so ein mit Bernie zusammen das Let's Play zu starten. Er wollte mich hier beim Bahnhof abholen, wollte mir ein bisschen was über die Map erzählen. Ja, das hat leider nicht funktioniert. Ich habe ein bisschen, war ein bisschen zu spät zu Hause und da hatte der Bernie leider keine Zeit mehr. Ja, aber das werden wir nachholen. Der Bernie wird mich irgendwann mal besuchen. Also hier im Spiel. Ja, wir werden uns ein bisschen unterhalten über die Map. Und das werde ich euch alles vorher noch erzählen. So, wir sind da. Das ist unser Hof, den wir übernehmen sollen. Da ist das schicke Häuschen. Da parken wir unseren Jeep gleich mal hier so neben dem Haus. Und gucken uns mal an, was wir hier so für Stadtfahrzeuge haben. Oh, ich habe das Licht angelassen. Gleich aus. So. Nochmal. Nebelscheinwerfer aus. Jetzt. Nicht, dass er nachher nicht mehr anspringt. Ja, wir haben die Möglichkeit, etwas mehr Schulden zu machen als im normalen Spiel. Ich habe hier diesen More Loan Mod drinne. Da kann man bis zu 5 Millionen Euro Schulden machen. Ja, jetzt werden einige sagen, wow, was, Cheater? Nee, nichts cheaten, weil man muss es ja auch zurückbezahlen. Und die Zinsen ja, die sind auch nicht so gerade ohne. Jo, hier haben wir schon mal einen
schicken Deutz mit Mailwerk. Jetzt habe ich eine SMS bekommen. Ja, mit Ladewagen von Krone. Haben wir einen schicken Deutz Trescher. Da drüben haben wir noch ein bisschen was. Erstmal mein Handy ausmachen, nicht, dass das wieder hier mitten im Spiel. So, jetzt haben wir hier eine Kartoffellegemaschine und Krautentferner und noch was und noch was. Ja, ich glaube, das ist die Kartoffelernte Dingensbums. Ja, ein Agroliner-Anhänger, eine kleine Sämaschine. Ja, alles schön und gut. Ist jetzt nicht so mein Fall, aber ich werde mir das jetzt am ersten Arbeitstag mal so einrichten, wie ich das möchte. Deswegen habe ich auch diesen More Loan Mod, dass ich mal am Anfang ein bisschen mehr Schulden machen kann. Ich sehe gerade, wir haben jetzt besitzen hier ein Feld. Ich schaue mal schnell, was da drauf ist. Müssen wir erstmal schauen, wie wir hier in Schwung kommen. Ich würde sagen, wir kaufen uns ein, das ist Weizen, ja. Wir werden mal schauen, wo die BGA, dass wir die BGA ein bisschen in Schwung kriegen, weil das ist dann die Möglichkeit, am schnellsten erstmal Geld zu verdienen. Ja, allerdings muss ich dadurch erstmal ein paar Schulden aufnehmen, weil mit den Gerätschaften, was wir hier haben, können wir leider keine, also nicht, ja gut, wir können Gras mähen und das zur Silage verarbeiten, aber uns fehlt der Radlader, uns fehlt wahrscheinlich ein Häcksler. Ja, deswegen gehe ich erstmal in den Shop. Ja, gucken wir mal, was uns so gehört. Diesen hässlichen Pflegebereifungstraktor können wir gleich schon mal verkaufen. Den Deutz brauchen wir noch. Ja, dieser Deutz Trescher. Ich verkaufe ihn auch mal, weil ich mag diese Original-Trescher aus dem Spiel nicht so. Das sieht jetzt alles ein bisschen krass aus, was ich mache. Ich verkaufe ja alles und nehme dann Schulden auf und kaufe wieder neue Sachen. Aber wie gesagt, ich muss das auch alles wieder zurückbezahlen. Das ist dann auch eine richtige Herausforderung. Diese Kartoffelernte- und Sämaschinen oder Legemaschinen brauchen wir nicht. Den Kröger verkaufe ich auch mal, weil ich werde mir gleich, wie gesagt, den Horsch, den behalten wir mal. Diese Sämaschine verkaufe ich. Die brauchen wir auch nicht. Das Mähwerk brauche ich. Ja, den Krone. Ja, Entschuldigung, verkaufe ich auch mal mit. Weil ich euch zeige euch gleich, was ich bevorzuge. So, hier seht ihr meine Mods. Wie gesagt, mit dem Einschlepper müssen wir erstmal auskommen. Das ist jetzt zu Beginn etwas schwierig. Mal gucken, ich probiere es mal ohne Schulden aufzunehmen. Mods nach Gerätetypen. Ja, da brauchen wir erstmal den Radlader. Da habe ich selber so einen eigenen Radlader zusammengebaut mit etwas mehr Schaufelkapazität. Aber dieser Mod ist nicht von mir, möchte ich mal dazu sagen. Der haben wir ihn. Dieser Lizard, der ist vom FSM Chefkoch. Ich selber habe das Schaufelvolumen etwas erhöht. Also diesen Mod gibt es nicht so in dieser Form runterzuladen. So, den benötigen wir als erstes. Und was wir noch benötigen ist der Ladewagen, genau. Mods nach Marken, klar. So, dann habe ich hier meinen Lieblingsladewagen. Da reicht das Geld auch noch dazu. So, und ich glaube, ich habe es geschafft. Wir bräuchten hier überhaupt keine Schulden großartig aufnehmen. Aber wenn ich jetzt mal so recht überlege, bevor ich euch hier 3-4 Folgen nur Gras mähe und das in die BGA kipp, ich werde nochmal schnell wieso komme ich nicht in die Bank? Egal, ja, das muss ich dann wahrscheinlich doch später machen.
So, wir holen erstmal unseren neuen Ladewagen ab, mähen ein bisschen Gras, dass wir die BGA schon mal bestücken können. So, und ja, ich würde dann sagen, in der ersten, also in der zweiten Folge würde ich mich freuen, wenn ich schon mal einen kleinen Helfer begrüßen könnte, einen kleinen oder großen. So, jetzt muss ich aber erstmal schauen, wo denn unser Ladewagen steht. Das ist hier unten beim Landhandel. Okay, also bei der Nummer 25, da müssen wir hin. Also wie gesagt, in der zweiten Folge würde ich mich schon über einen Helfer freuen. Dann werde ich auch mir einen neuen Mähdrescher kaufen. Hier haben wir ein Lohnunternehmen, aha. Ja, gut. Gut zu wissen für später. Nee, da geht's wieder nach Riethausen. Ja. Ich werde mir den Drescher, also ich probiere jetzt gleich nochmal in die Bank zu kommen. Oder wir fahren mal direkt zur Bank. So, hier muss ich rein. Wir fahren mal direkt zur Bank und gucken mal, ob wir uns noch einen Drescher kaufen, um, wie gesagt, dieses Feld 38 abernten zu können. Das ist ein kleines Oktoberfest. Ja, ich habe über diese Map auch schon eine Map-Vorstellung gemacht. Wer die gesehen hat, der kennt das auch hier. So, und hier sind wir schon bei dem Landhandel, wo wir unsere neuen Geräte sehen, was ich eben gekauft habe. Den Ladewagen nehme ich mal zuerst mit. Dann können wir schon mal ein bisschen Gras machen, so auf dem Weg wieder Richtung Richtung Riethausen. Da werde ich mal so ein bisschen am Wegrand lang mähen. Also ich mag diesen Ladewagen hier besonders, weil er ein bisschen mehr Gras aufsammelt als diesen originalen. Also der Ertrag ist da ein klein wenig höher. Ach, schaut euch das an. Schöne Rapsfelder. Gehört uns leider nicht. Wir könnten es abernten, aber ja, das wäre es dann auch schon gewesen. So, wir werden mähen mal ein wenig am Wegesrand. Und ja, verdiene so ein wenig Stadtkapital. So, auf dem Weg da hoch erzähle ich euch noch ein bisschen was über mich, dass ihr erstmal wisst, wer ich überhaupt bin. So, ich bin der Pitt, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Thüringen. Ja, hauptberuflich bin ich Industriemechaniker für Brandschutzgeräte, Behälter. Und ja, arbeite in Schichten, also ich bin da auch manchmal hier nachts am Spielen, also zu all den Uhrzeiten. Und deswegen ist das jetzt kein Problem mit euch irgendwie hier Zeiten abzusprechen, zwecks das Let's Play. Ich versuche hier pünktlich Folgen zu machen, also eine an Tag ist wahrscheinlich ein bisschen viel, aber wie gesagt, wegen Beruf und alles drum und dran. Aber ich versuche es hinzubekommen, hier einmal am Tag eine Folge hochzuladen für euch. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mit dabei sein wollt, ich würde mich sehr freuen. So, dann sind wir schon gleich wieder in Riethausen. Aber ich wollte doch mal zur Bank fahren. Dann nehmen wir aber den Jeep dafür. Weil mit dem Traktor jetzt hier da lang zu fahren, das dauert ewig. Ah, ich sehe gerade, hier ist auch eine schöne Wiese. Da kann man auch ein bisschen mähen. Ich mache den Hänger hier erstmal voll. Soweit. Oder ne, ich fahre erstmal schnell zur Bank und guck mal, ob ich da meinen Kredit in Anspruch nehmen kann. Weil ich habe es jetzt probiert über die Einfügen-Taste, wie es normalerweise geht, aber irgendwie komme ich da nicht rein. Da muss irgendwo ein kleiner Fehler vorliegen. Was mähe ich denn hier? Können wir ausmachen.
So, wo habe ich denn jetzt den Jeep abgestellt? Hier vorne. So, dann. Ja, Bernie, jetzt habe ich deinen Hof leergeräumt mit sämtlichen Fahrzeuge verkauft. Aber du wirst sehen, ich mache das dann wieder richtig schnucklig mit meinen eigenen Vorstellungen, was ich so habe an fuhrparkmäßigen Geräten. So, wir müssen jetzt nach Schöffelding, denn da ist die Bank, wo wir unsere Kohle herbekommen. Wir müssen gerade mal schauen, wie jetzt hier die Wegführung war. Ach ja, genau, hier sind wir auf der großen Hauptstraße. Die müssen wir einfach Richtung Süden heizen. Ist ja schön gerade. Da unten ist dann auch übrigens die BGA. Also wird jede Menge Weg zurückgelegt hier hin und her am Anfang. Deswegen will ich mir mal... So, hier müssen wir rein. Deswegen will ich mir mal von Beginn an wirklich ein bisschen bessere Fahrzeuge kaufen, sonst ja, langweilt ihr euch ja zu Tode, bis ich hier mal von A nach B gefahren bin. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir die... Ach, da haben wir die VR-Bank. So, das ist jetzt der alte Teil der OGF-Map. Also der Teil der ersten Version. Jawohl, so, wie ihr seht, wir können 5 Millionen aufnehmen. Ich nehme aber jetzt erstmal kurz 500.000, um mir einen neuen Mähdrescher zu kaufen und einen neuen Anhänger, um die Ernte wegzufahren. Und ich hoffe, das soll es auch erstmal gewesen sein an Schulden, damit wir die ganze Wirtschaft hier mal zum Laufen bringen. So. Nochmal direkt in den Shop. Mal gucken wir. Wir nehmen natürlich den Klaas. Und das dazugehörige Schneidwerk. Sehr schön. Reicht es noch? Nein, es reicht natürlich nicht. Ich habe mich wieder verkalkuliert. Also gut, dass ich noch bei der Bank stehe. Da kann ich nochmal... Ja, wir bräuchten nochmal 72.000, 73.000. Aber ich verspreche, das soll es dann aber auch gewesen sein an Schulden. Und den Rest probiere ich einfach mal so hinzubekommen. So, den brauchen wir natürlich auch noch. Weil wir müssen die Ernte auch wegfahren. Dieser Startanhänger, dieser Acroliner ist nicht so mein Geschmack. Ey, geh weg von meinem Auto. Das ist meins. Oder besser gesagt, dem Bernie. So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wohin ich wollte. Wir müssen an den... ja, wir müssen wieder zum Landhandel. Denn da stehen ja unsere Geräte. Und da ist ja dann auch unser Schlepper gewesen, glaube ich. Oder wo habe ich den hingezogen? Nein, den habe ich auf den Hof gefahren. Ich Demelack. Aber wenn ich jetzt einmal Richtung Hof fahre, lasse ich den Jeep hier stehen. Und dann nehmen wir gleich den Drescher mit. Ja, bei den engen Wegen habe ich jetzt natürlich vergessen, den Schneidwerkswagen zu holen. Ich hoffe mal, ich komme durch mit dem Mähwerk. Ah, das haben sie ja schön abgelegt. Perfekt. Wie soll ich denn hier reinkommen? Mädels. Steht der Radlader im Weg. Ach, herrlich, herrlich, herrlich.
probiere mal einfach mal dahinter zu kommen. Das Ding wird schön hochhüpfen, wenn ich das Schneidwerk ankuppel. Ja, die Bayern. Ich komme hier nicht rum. Meine Güte. Das hätten sie auch ruhig anders rumlegen können, wirklich. Ah, ich schieb's mal ein bisschen vor, genau. Da haben wir ein bisschen mehr Platz zum Rangieren. Und? Jawohl, ja. Perfekto. Das passt. So, den nehmen wir gleich mit auf den Hof und fangen schon mal an, das Feld 38 abzumähen. Habe ich ja glücklicherweise die Helferfunktion. Oh. Hier geht es nicht weiter. Da lasse ich den Helfer, den Drescher einfach erstmal fahren, weil, wie gesagt, ich habe ja noch keinen Angestellten. Einen Mitspieler bei diesem Let's Play. Und hoffe da mal, dass in Folge 2 jemand dabei ist, der mir hier ein bisschen hilft, Drescher fährt oder den Drescher abtankt oder irgendwas. Ah, ich finde diesen Klaas richtig, richtig genial. Also die, ja, ich mache das mal hier oben weg. Ach, toll, jetzt geht das Rohr raus bei O. Ich steige mal aus. Kann ich den HUD ausblenden, auch wieder einsteigen und da ist das Rohr auch noch drin. So, da sind wir gleich in Riedhausen. Da können wir den schon mal auf das Feld ansetzen, auf den Weizen. Haben dann auch ein bisschen Stroh zum Einsammeln, also schon jede Menge zu tun am Anfang. Geil, da hinten landet ein Flugzeug, da ja, ist auch so ein kleiner Army-Stützpunkt, den werdet ihr später nochmal sehen, im Laufe des Let's Plays. So, und hier sind wir ja schon gleich am Feld 38 angelangt. Mit einem Haufen Schulden, aber schönen Fahrzeugen. Beginnen wir hier die Arbeit. Ja, und ich würde sagen, ich beende damit mal die Folge 1. In Folge 2, wie gesagt, würde ich mich über Verstärkung sehr freuen. Es gibt jede Menge zu tun. Gras mähen, das Gras zur BGR fahren. Wir müssen hier mit dem Mähdrescher dieses Feld abernten, abtanken, das Stroh einsammeln, also ja, meldet euch bei mir. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin.